Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Wie ihr seht, sind wir heute nostalgisch unterwegs aus den allerersten Folgen, die Bilder. Und hier hinten ein ganz ungewöhnlicher Skull. Es kann sein, dass ein bisschen Baustellenlärm reinkommt. Dass hier alles so anders aussieht, liegt daran, dass wir umgezogen sind und dass das mein ehemaliges Wohnzimmer jetzt bald mein Büro sein wird. Ich kann euch noch nicht zeigen, wie es da drüben aussieht, aber ich werde es euch in den nächsten Folgen zeigen. In der letzten Woche ging es ja so darum, wie ich zu meinem Haftbefehl gekommen bin. Und heute fangen wir auch direkt damit an, weil ich will fertig werden und nicht zu viel offene Enden haben. Ich habe den Anfang ausführlich in der letzten Woche beschrieben. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr einfach diese andere Folge zuerst ansehen. Und jetzt nur wirklich mini kurz und mit ein paar Zusatzinfos, was war an diesem Abend passiert. Ich war 19 und eigentlich mit einer Bekannten essen. Ich wollte sie beeindrucken und ich hatte mich schick angezogen und sie in ein schickes Restaurant ausgeführt. Dort hatte ich sie dann aber sitzen gelassen, weil einer meiner Freunde Hilfe brauchte. Und zwar war seine Freundin Aische angeblich von einem kleinen Dealer aus der Nachbarschaft namens Floyd in dessen Wohnung festgehalten worden. Der Junge hieß Luigi und war damals noch sehr, sehr jung. Ich hatte den die letzten Jahre davor durchgeschleppt und er war später wohl der einzige unter 18-Jährige, der in Nürnberg den eigenen Land Rover hatte. Er hatte einen Fahrer und so weiter, aber dazu kommen wir später. Was wichtig ist, er besuchte mich in Tschechien und in Holland, während ich auf der Flucht war, und während seiner Verhandlung hielt er dicht. Was man von den meisten anderen nicht sagen kann. Damit war er also auch da irgendwie was Besonderes und auch dazu kommen wir in den nächsten Folgen, ist ja klar. Damals war er nur der kleine Louis, der immer wieder Ärger hatte, und weil alle seinen älteren Bruder respektierten, kümmerten sie sich auch um Louis. Was das in unserem Kreis bedeutete, meh. Ich habe ihm von meiner Seite zum Beispiel aus, habe ich ihm Hasch und Ecstasy und Pep für einen sehr, sehr niedrigen Preis gegeben. Und das ungefähr seit er 14 war. Das hieß für uns Zusammenhalt. Weil so kann er ja wenigstens für seine Family sorgen. Dachte ich damals. Natürlich weiß ich heute, wie falsch ich lag. Aber die Intention war wirklich so. Die Realität ist aber, dass ein 14-Jähriger das natürlich nicht hinkriegt. Er war ständig in Zahlungsschwierigkeiten und mehr als einmal musste ich meinen Kopf für seinen Mist hinhalten. Was habe ich mir gedacht dabei, einem Kind Drogen zu geben? Zu meiner Entschuldigung, wie alt war ich? Ja, 3 Jahre älter immer. Also, trotzdem, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich dran denke. Ich meine, ich war auch sehr, sehr, sehr jung und hätte es trotzdem besser wissen müssen. Im Endeffekt war er ein Läufer und musste hart für die paar 100 € oder 1000 € im Monat arbeiten. Ich dachte damals, einem jungen Zeug billig zu geben, ist eine Art Entwicklungshilfe. Stattdessen hätte ich ihn lieber zum Sport nehmen müssen, ihn von der Straße weghalten müssen und ihn nicht nachts vor irgendwelchen Techno-Clubs den Bunker bewachen lassen sollen. Es tut mir leid. Wenn du das hier siehst, auch wenn wir heute nicht cool sind, es tut mir leid. Auf der anderen Seite habe ich ihm immer geholfen, wenn irgendwas los war. Und als er an diesem Abend vor dem Restaurant rumheulte, ging ich mit. Auch da wäre ich ihm ein besserer Freund gewesen, wenn ich ihm diesen Unsinn ausgeredet hätte. Ich dachte damals, ein Freund kommt mit, wenn ein Freund in den Kampf zieht. Leute, ein wahrer Freund versucht, diesen Kampf zu verhindern. Nicht zusammen sterben ist das Ehrenhafteste, sondern zusammen leben. Luigi hatte mir damals SMS gezeigt, in denen Aische, also seine Freundin, ihn um Hilfe bat. Hilfe, der Kerl lässt mich nicht gehen, bitte hilf mir, solche Sachen. Als wir in der Wohnung ankamen, waren dort ungefähr 7 Leute anwesend. Wir waren zu viert und das kleine Wohnzimmer war mit einem Mal brechend voll. Außer Luigi und seinem Bruder, der recht frisch aus dem Knast entlassen war, und mir war noch ein Mann namens Kong mit von der Partie. Der war klein, aber muskulös, hatte eine Glatze und eiskalte, dunkle Augen. Heute werden die Leute labern, das ist auch immer so, hinterher reden immer irgendwelche Leute. Aber damals gab es keinen, der nicht mindestens eine Spur Furcht vor ihm verspürt hat. Er hatte einige Jahre Jugendknast für Raub gemacht und war dann später nochmal für über 5 Jahre für Drogenhandel eingefahren. Sie hatten damals Haschplatten in großen Kanistern Ayran von Holland aus nach Deutschland geschmuggelt
Und ich erinnere mich, dass die alle damals keinen Ayran mehr sehen konnten, weil sie die Kanister in der Badewanne aufgeschnitten haben und das Hasch daraus geht. Also die waren alle traumatisiert, wenn es um Ayran ging. Ich hatte zuvor schon von ihm gehört gehabt, habe ihn aber erst an diesem Abend richtig kennengelernt. Eine der ersten Sachen, die er zu mir sagte, war: Hier, das ist meine Lieblingsaxt. Und das war kurz vor der Haustür, als ich bemerkte, dass ich keine Waffe trug. Wir standen an dem Abend also in der viel zu kleinen Wohnung. Und es war eng, es war dunkel und es war laut. Floyd, dem die Wohnung gehörte und der vor seinen Jungs auch nicht schwach wirken wollte, war von der Couch aufgesprungen und hatte sich so vor mir aufgebaut. Um die Situation zu beruhigen, hob ich die Axt hoch über den Kopf und versuchte sie so in den Couchtisch zu werfen und zu schlagen so halb. Und dort sollte sie so stecken bleiben und ihr Anblick sollte alle beruhigen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie die dann so... Stattdessen warf ich sie etwas schräg und sie prallte ab und flog nach rechts. Und einem der Jungs, die dort chillten, voll an die Brust. Der hatte an diesem Tag sehr viel Glück, ich auch. Denn wenn sie etwas höher geflogen wäre, hätte sie ihn im Gesicht getroffen. Und an der Brust mit Jacke oder so oder mit Pulli geht, aber ins Gesicht wäre schlecht gewesen. Für einen Moment stand damals alles still. Und jeder starrte auf die Axt, die halt auf seinem Schoß liegt. Ich war selber natürlich auch überrascht, aber bei Weitem nicht so wie der Rest. Und deswegen konnte ich als Erster reagieren. So, ich schnappte mir die Axt von seinem Schoß und hielt sie locker in der Hand nach unten. So. Halt hinterm Rücken. Bei meinem Wurf war die Bong umgefallen und der Geruch nach siffigem Wasser verteilt sich im Raum. Die Fenster waren mit dicken Tüchern verhängt und ich glaube nicht, dass hier oft gelüftet wird. Floyd sah mich an. Er überlegte, ob er angreifen soll. Entschuldigung, Mann, wegen der Bong, Mann, das tut mir leid. Ey, Leute, das klingt jetzt so weird, ich versuche das jetzt zu erklären, aber in der Realität war ich in solchen Sachen noch viel weirder. Es ist mir mega unangenehm, euch das auch so zu erzählen, denn ich weiß nicht, ob ich es gut hinkriege. Ich weiß nicht genau, wie ich das nach all den Jahren erklären soll oder fühlbar machen soll. Zur Erklärung, ich habe recht früh Gewalttäter gesehen, die Gewalt nicht ausübten, weil sie, was weiß ich, besoffen waren oder wirklich aggressiv oder weil sie in Gruppen unterwegs waren oder sowas, sondern weil sie Sadisten waren. Weil sie Männer waren, die es genossen, in so einer Situation zu sein. Ich habe das beobachtet, was sie taten und einiges, was sie taten, um dominant zu bleiben in so einer Situation, habe ich mir abgeschaut. Und ihr dürft es nie verwechseln mit jemandem, der rumschreit, weil er aggro ist und sich nicht beherrschen kann oder besoffen ist oder drauf ist, sondern es sind Leute, die... Voll das ätzende Gefühl, Mann. Und ich habe das bei diesen Leuten gesehen, dass die von einer Sekunde auf die andere so viel Wut und Druck und Hass machen konnten, um Kontrolle zu behalten. Das war ein Weg, den sie benutzt haben. Wenn diese Leute keinen Kampf wollten, sondern ein Ergebnis, dann gaben sie den Opfern immer auch ein mögliches Out. Wenn du das oder das machst, dann wird alles gut. So bleibt die Hoffnung auf einen positiven Ausgang beim Opfer. Die meisten Leute wollen daran glauben, dass sie am Abend nach Hause kommen oder in Floyds Fall zu Hause bleiben können und nicht in ein Krankenhaus müssen oder in den Kofferraum. Ich habe also in dem Moment zum Beispiel nicht nur gesagt so, ey, oh Mann, sorry wegen der Bong, sondern, oh Mann, die Bong, Bruder, das tut mir leid, um Gottes Willen, sitz da hinten nicht so rum, hol schnell ein Handtuch, Mann, Floyd, es tut mir so leid. Es geht bei sowas darum, die Gehirne aller Beteiligten zu verwirren, unberechenbar zu sein und gleichzeitig selbst immer zu wissen, was man als nächstes tut. Deswegen die nächste Frage gleich hinterher, während ich mit einer Hand noch die Bong aufstelle und so auf dem Tisch so Ordnung mache, mit der anderen Hand die Axt an meiner Seite halte. Du, ist klar, ne? Wir nehmen Aische mit, ja? Ist das okay? Putz weiter. Genau sowas meine ich. Für Floyd ist es mit einem Mal keine ausweglose Situation mehr. Er hat jetzt die Möglichkeit, vermeintliche Kontrolle zu erlangen. Hier hast du dein Out. Wir gehen, wenn du einwilligst. Das alles hier kann vorbei sein mit einer Kerbe in deinem Tisch und mit einer verschütteten Bong. Und Floyd zögerte keine Sekunde, bevor er antwortete. Hey, was interessiert ihr mich? Hauptsache ihr verpisst euch jetzt.
Die Stimmung im Raum entspannte sich spürbar, mit einem Mal sofort. Luigis Bruder redete mit einem von Floyds Gästen, die kannten sich aus der U-Haft in Bamberg. Kong selber zeigte absolut gar keine Regung und Luigi stand so wutschnaubend da, so. Hast du noch Sachen hier? Fragte ich Aische. Ja, dann pack sie, wir gehen. Floyd schüttelte den Kopf, so, der ganze Ärger, und setzte sich wieder auf die Couch. Das ist gut. Wir vier und Aische sind jetzt die einzigen, die stehen. Auch so etwas. In so einer Situation kann es eigentlich zwei Sachen bedeuten. So entweder Passivität, das ist, was ich will. Oder aber eine hinterlistige Sache. Sowas wie, ey, eigentlich habe ich eine Knarre hier. Oder bei kleinen Tickern eher sowas, ich habe hier ein Messer in der Couchritze oder so. Gerne auch mal von unten irgendwo hingeklebt. Deswegen ließ ich seine Hände nicht aus den Augen. Aber die Überraschung kam von woanders, denn plötzlich schreit Aische, ein Scheiß mache ich! Wir alle starten sie an, so, ich komme nicht mit euch Pennern mit! Ich will diesen Kerl hier, und sie deutet auf Luigi, übrigens Kerl, ihr wisst, Schimpfwort einfügen. Ich will diesen Kerl hier nie wiedersehen! An dieser Stelle hätte ich spätestens gehen müssen. Ich hätte mich bei Floyd entschuldigen müssen und gehen müssen. Und jeder, der denkt, ich erfinde hier die Geschichten oder irgendwas, ich würde mir selber niemals so eine Rolle geben, wie ich sie in dieser Geschichte hatte. Mein damaliges Verhalten ist mir sehr, sehr unangenehm. Die beiden beginnen zu streiten. Mitten vor uns allen. Luigi schreit sie an, was für eine undankbare, untreue Kerl sie sei. Und sie nennt ihn einen Loser und sagt, sie geht nirgendwo hin. Die Situation kippt wieder, denn wenn die streiten, werden alle durcheinander. Und ich weiß gar nicht genau, warum ich das tue, was ich als nächstes tue. War es, weil sie mich getriggert hat? War es, weil ich mit meinen 19 Jahren dachte, die hat zu tun, was ich sag? War es, weil ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren? Oder einfach, weil ich ein schrecklicher Typ war damals? Auf jeden Fall habe ich sie am Arm gepackt, so fest, so dass sie nicht weg kann, hab sie hergezogen und habe ihr ins Ohr geflüstert. Du packst jetzt deine Sachen, sonst schlag ich dir diese Axt ins Bein. Ich glaube nicht, dass ich es gemacht hätte. Ich bin aber im Nachhinein auch froh, dass sie es nicht getestet hat. Als ich sie loslasse, ist sie bleich und hat aufgehört, sich zu beschweren. Sie holt ihre Sachen aus dem Schlafzimmer und als Luigi merkt, dass ihre Sachen im Schlafzimmer sind, verliert er komplett die Nerven. Er will auf sie losgehen und sein Bruder muss ihn aus der Wohnung zerren. Die beiden warten ab jetzt draußen auf uns. Kong und ich sind allein in der Wohnung. Aber keiner der anderen will mehr streiten. Und als Aische endlich fertig ist, nehme ich ihre Tasche, bin wieder nett und verlasse die Wohnung. Und beim Rausgehen weiß ich schon, dass es ein Nachspiel haben wird. Ich verabschiede mich von jedem Einzelnen und außer bei Floyd sehe ich noch bei einem weiteren Typ so diesen Hass in den Augen. Ja? Später habe ich erfahren, dass Luigi Aische in dieser Nacht geschlagen hat. Das ist meine Schuld. Leute fragen immer, ob ich was bereue und ich sage immer nein. Aber jetzt, wo ich hier sitze und diese Dinge aufschreibe und mich an alles erinnere, vielleicht ist Nein nicht die richtige Antwort. Vielleicht doch. Vielleicht gibt es Dinge, für die ich mich schämen muss. Ich habe viele Fehler gemacht. Die beiden blieben danach noch lange, lange zusammen und wir werden auch weiter von denen hören. Aber hier jetzt mal trotzdem ein paar Worte zur Gewalt gegen Frauen. Wer denkt, es ist in Ordnung, gewalttätig innerhalb von Beziehungen zu sein, der liegt falsch. Vor kurzem hat mir ein Junge geschrieben. Er meinte, ja, er will seine Aggros in den Griff kriegen. Er war noch nie straffällig. Und darum ging es bei ihm auch überhaupt nicht. Du, ich bin kein Verbrecher oder so, ne? Ich bin kein Verbrecher. Aber ich schlag halt meine Schwester, wenn sie mich wütend macht. Und das hat mir fast mein Herz gebrochen. Bruder, das ist schon die Straftat und du bist ein Verbrecher. Wir reden hier nicht von dem Achtjährigen, der gegen seine Geschwister kämpft, sondern von einem 18-, 19-Jährigen, der seine Schwester schlägt.
und dabei denkt, das ist ja nicht so schlimm, wie jemand Fremden zu schlagen. Wieso sind wir so, dass wir Dinge, die wir Fremden niemals antun würden, denen antun, die wir lieben? Wenn ich überlege, was für krass verletzende Sachen ich schon zu meiner Mom gesagt habe, als ich jung war. Mein Gott. Oder wie brutal wir in Beziehungen sein können zu Menschen, die wir eigentlich lieben. Was ich von euch will, ist, dass ihr euer Verhalten überprüft. Bitte verletzt nicht die Menschen um euch herum, die, die euch nah sind, nur weil sie euch ja lieben. Und weil sie nicht weggehen werden, egal was ihr tut. Und zurück zu dem Punkt Gewalt gegen Frauen. Es ist ganz einfach. Gewalt ist nie, nie, nie okay. Vor allem dann nicht, wenn ihr stärker seid. Diese körperliche Überlegenheit bringt Verantwortung. Und ihr habt die Verpflichtung, diese Überlegenheit niemals aus Wut, aus Verzweiflung oder aus Rache auszunutzen. Damit werdet ihr nicht zu Ehrenmännern, sondern ihr verliert jedes bisschen Ehre, das ihr habt. Wenn Freunde von euch sowas erzählen und damit prahlen, dann sind die nicht cool, Mann. Das ist ehrenlos. Feiert sowas nicht, unterstützt sowas nicht, lacht nicht über sowas. Und Ladies, das ist niemals ein Zeichen von Liebe. Ich weiß, einige von euch wurden so erzogen. Geschlagen von Vätern und Brüdern und später von Partnern. Klar denkt ihr, das hat was mit Liebe zu tun. Denn es tun ja nur die Männer, die ihr liebt. Euer Gehirn und vielleicht eure Seele hat eine Verknüpfung zwischen Liebe und Gewalt erstellt. Löst euch davon. Gewalt ist kein Zeichen von Liebe. Ihr habt das Recht, gut behandelt zu werden. Nicht ihr habt da was falsch gemacht. Ihr habt es nicht verdient. Ihr seid vollkommen okay. Der, der euch schlägt, ist das Problem. Er ist der Fehler. Es ist niemals okay, wenn jemand in die Hand ausrutscht. Das gibt's nicht. Hört auf, so ein Verhalten zu rechtfertigen. Bitte löst euch. Wenn euch euer Kopf blockiert, stellt euch vor, ihr habt einen kleinen Welpen oder eine kleine Tochter und jemand würde sie so behandeln, wie er euch behandelt. Und wenn das nicht okay ist, dann ist es auch bei euch nicht okay. Versteht ihr? Manchmal sieht man es nicht, wenn man an sich denkt, man wurde so geprägt. Aber wenn ihr euch vorstellt, man würde das mit eurer Tochter machen, dann wird es euch klar. Ich liebe euch, Ladies. Ihr seid wundervoll. Achtet auf euch. Wieder im Restaurant angekommen, war ich stolz auf mich. Aber nicht wegen dem, weswegen ich ursprünglich losgefahren bin, wisst ihr noch? Ich wollte eine Frau vor einem bösen Typen retten. Nein, ich war stolz, weil ich meinen Willen bekommen habe. Weil ich keine Angst gezeigt habe und weil ich meinen Mann gestanden habe. So ist es voll oft. Die Jungs tun so, als würden sie irgendwas für jemanden tun. Und am Ende geht es doch nur um das eigene Ego. Der hat meine Mutter beleidigt, deswegen muss ich ihn schlagen. Was hat das mit deiner Mutter zu tun? Wenn es dir um sie ginge, würdest du garantiert darauf verzichten, in eine Schlägerei zu geraten. Du würdest zu Hause sitzen und mit deiner Mom Zeit verbringen. Da hätte sie mehr davon. So könntest du zeigen, wie wichtig dir deine Mom ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein Date an dem Abend war. Ich weiß aber, dass ich mich von da an öfter mit Kong traf. Der hatte ein Pitbull-Weibchen namens Lil' Kim und wir gingen oft zusammen Gassi. Spike, mein Hund und Lil' Kim mochten sich und ich und Kong verstanden uns wie Brüder. Kong war damals schon 40, ja, also um die 40, das muss man wissen. Er hatte so einen Menschenhass, den ich damals gut fand. Die Gesellschaft ist Mist. Frauen sind Mist. Männer sind Mist. Arbeiten gehen ist Mist. Hobbys haben oder in einen Verein gehen ist Mist. Er fand einfach mal alles, was mit anderen Menschen zu tun hatte, schlecht. Das imponierte mir. Heute weiß ich, es ist die Hülle des Verletzten. Die Gesellschaft hat dir nie das gegeben, was du glaubtest, verdient zu haben. Also hast du sie als Ganzes. Andere Menschen haben dich enttäuscht und verletzt.
also hast du sie pauschal. So geht man sicher, dass man in Zukunft weniger verletzt wird. Leute wie Kong haben sich irgendwann entschieden, andere zu verletzen, anstatt selbst verletzt zu werden. Wenn ich zuschlage, kann der andere mir gar nicht wehtun. Ich verstehe den Impuls, den hatte ich schon als Kind. Ihr denkt, ich mache alles falsch, bin böse und störend. Okay, ich zeige euch, wie böse ich sein kann und was ich alles kaputt machen kann. Dadurch wird man noch mehr bestraft und ein Kreislauf entsteht. Jeder, der das jetzt fühlt und vielleicht selbst gerade noch denkt, die Welt ist böse und alle anderen Menschen sind Feinde, und ich empfehle euch, diese Art zu denken gehen zu lassen. Seitdem ich nicht mehr alle hasse, geht es mir viel besser. Ich habe neue Freunde gefunden, verdiene mehr Geld, bin glücklicher. Mein Bauch tut nicht mehr immer weh. Okay, das könnte auch daran sein, dass ich mittlerweile rausgefunden habe, dass ich laktoseintolerant war mein ganzes Leben lang, jetzt Laktase nehme. Mein Bauch tut mir nicht mehr weh. Okay, im Ernst jetzt. Es gibt die guten Leute, und auch wenn die Menschheit an sich oft ultra frustrierende Sachen macht, wie wir mit der Natur umgehen, mit anderen umgehen, mit Tieren umgehen, ich will den Glauben nicht aufgeben, dass die Mehrzahl von uns korrekt sind. Du bist in Ordnung. Kong hingegen hasste alle. Er war der Erste, der mir ernsthaft sagte, wenn ich eine Atombombe hätte, ich würde sie einfach zünden. In München oder so. Grüße gehen raus, ne? 9883. Und desto mehr Menschen ich erwische, desto besser. Ich war damals fasziniert, weil ich mich in meinem Denken damals ja eigentlich, ich war noch jung, ich versuchte noch den Leuten zu gefallen. Klar war ich ein Straftäter, aber ich war noch kein echter Menschenfeind. Kong machte mich zu einem. Er hatte einen Benzinkanister und Brandbeschleuniger in seiner Wohnung stehen, und mehr als einmal musste ich ihn davon abbringen, ein Haus anzuzünden, nur weil er Streit mit einem Bewohner da drin hatte. Digga, was ist mit den anderen Leuten? Welchen anderen? Den anderen Leuten, die in dem Haus wohnen. Was soll mit denen sein? Dieser Mann hatte aufgrund seiner Vergangenheit und aufgrund der genetischen Prädisposition, das kommen bei solchen Leuten eigentlich immer zwei Dinge zusammen, Nature und Nurture. Echte Psychopathen werden tatsächlich geboren und danach noch gemacht. So, ne? Also das, du brauchst beide Teile, um dieses, ja, wenn du so willst, dieses wirkliche Monster am Schluss rauszubekommen. Wir werden öfter von ihm hören. Und nur da habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Eindruck von ihm bekommen. Die Geschichte war natürlich damit zu Ende, und wir haben, Floyd hatte für immer Angst vor uns und es war alles cool und so. Und wenn er mich auf der Straße gesehen hat, hat er einfach die Straßenseite gewechselt. Ne, ist ja klar. Natürlich nicht. Es ist nicht wie in den Filmen. Eines Tages erfuhr ich, dass Floyd nach mir suchte, dass er Wohnungen abklapperte, Leute fragte. Und es war auch keine große Überraschung. Es ist nicht wie in Filmen, wie gesagt, dass nur weil einer sich überfallen lässt, er danach alles gecheckt hat und man sich nie wieder in die Quere kommt. Solche Sachen haben in der Realität fast immer, immer, immer ein Nachspiel. In den Filmen von Guy Ritchie zum Beispiel, das ist immer stylisch, wenn einer der coolen Leute eine Knarre zieht und auf die anderen, und dann keiner bewegt sich mehr. In Wirklichkeit wird irgendeiner sich sofort ausspielen und sagen, schieß doch, schieß doch, schieß doch, was ist denn mit dir? So ist die Realität und so auch da. Floyd suchte also nach mir. Und was aus dieser Geschichte wurde und wie das alles weiterging, erzähle ich euch natürlich erst nächste Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, erzählt euren Freundinnen davon und erzählt ihnen vor allem auch, dass sie sich niemals, niemals, niemals schlecht behandeln lassen müssen. Seid nett zueinander, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Ach ja, und wenn ihr Mitglieder werden wollt in der Gang, freue ich mich sehr. Der Channel lebt von den Leuten, die auch ein bisschen was dazugeben. Wir leben nicht von den Werbeeinnahmen. Und insofern auch gilt mein besonderer Dank den Produzenten der Folge. Kevin T., Harald Lang,
Marc Zettmann, schon so lange dabei, suntags-de, immer am Start, Chris Stixe, Mariko, eigener YouTube-Channel, könnt ihr euch reinziehen, René Häusl, Tuso, Jay Pendragon, natürlich Richard W., der auch immer dabei ist, Miss Teenie Bell immer dabei, Michelle Rossi. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Das waren die Produzenten und wenn ihr immer noch nicht genug von Pollux habt, dann zieht euch den Pollux raus aus dem Knast-Podcast auf Podimo rein. Ist verlinkt. Hier seht ihr ein cooles Banner. In dem Podcast rede ich über Gefängnisausbrüche, über Gangster. Wir haben heute über Psychopathen geredet. Ich versuche Leute wie Ted Bundy so ein bisschen zu erklären in diesem Podcast. Also zieht euch rein. Und das war's jetzt wirklich für heute. Damit bin ich raus. Der hatte einige Jahre Jugendknast für Drogenhandel gemacht. Ah ne, für Raub hat er die gemacht, stimmt überhaupt nicht. Hobbys haben oder in einen Verein gehen. Mist, back. Mist, schade. Das ist Mist, das war Mist. Das ist wirklich Mist. Das war jetzt auch Mist. Voll, das ist Mäusle auch noch. Das. Gut, nochmal die ganzen Mist-Sachen. Dieser Kerl. Dieser Kerl, ey, das ist so ein Kerl, Mann. Ich sag euch, dieser Kerl. Irgendwann hat er mal gesagt, das ist in einem Monat fertig. Das ist seit einem halben Jahr renovieren die dieses verkerlte Haus, Alter. Diese Kerle, Mann, diese. Okay.